Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Revolution. Und mir geht es heute wieder ein bisschen besser, das heißt, wir sind heute produktiver. Und ich habe mir schon mal ausgerechnet, was wir für zwei Dimensional Transceiver brauchen. Und zwar 16 Vibrant Alloys, 24 Energetic Alloys, einen halben Stack Gold, 16 Redstone und 8 Copper. Das sind so die teuersten Sachen. Und ich würde sagen, wir gucken mal, was wir so haben im System. Da haben wir Energetic Alloy, wow, sage und schreibe 7. Und Vibrant Alloy 2. Okay, das heißt, wir brauchen Gold, ein Stack, Redstone, Moment. Redstone Stack und Glowstone. Wir haben natürlich keinen kompletten Stack, aber das sollte vielleicht auch ein bisschen reichen. Ah, das Copper ist soweit durchgelaufen, das ist sehr schön. Machen wir hier Redstone und hier Glowstone rein und verteilen wir das mal hier auf die Slots. So. Ja, ist nicht perfekt, aber es dürfte passen. Jetzt kommen mit jedem Ding genau 6 raus. Ach, die hat die Kiste schon wieder nicht dran gesetzt. Ich hier nie. Das machen wir jetzt gleich. So. Zack. Zack. Und zack. Ach ja, jetzt weiß ich wieder, warum ich sie nicht hingesetzt habe, weil ich ja noch die Conveyor Belts umbauen wollte. Aber das ist jetzt erstmal nicht so relevant. Der Chunk Loader ist auf 9x9. Den bauen wir mal kurz ab. Und setzen ihn irgendwo dahin, wo er nicht im Weg ist. Und stellen sie wieder auf. Ups. Nee, Square. Ach da. Klar. Owner ist Server. Owner ist Server. 9x9. Ist in dem Fall zwar eigentlich Wayne, weil wir nicht auf einem Server spielen. Ja, vielleicht sollte ich dann lieber auf mich stellen. Ja. Ist wahrscheinlich besser. Okay, das sieht soweit schon mal ganz gut aus. Was wir allerdings auch brauchen, ist ganz viel Energie in Form dieser Laser. Und wir haben hier, sage und schreibe, 4 Stück, wobei eine nicht mal angeschlossen ist. Und das muss sich jetzt mal ein bisschen ändern. Wir brauchen jetzt mal ein bisschen mehr Power. Und ich habe mir überlegt, wir bauen ein Buildcraft-Haus, weil wir diese Laser noch viel, viel öfter brauchen. Die Frage ist, hier auf die Seite oder auf die? Ich bin eigentlich fast sogar für diese Seite. Allerdings müssen wir dafür ein bisschen terraformieren. Und wir haben wahrscheinlich hier keinen, ne, doch, wir haben 500 Dirt. Gut, dann mache ich mal einen kurzen Zeitraffer, indem ich das hier mit Dirt auffülle. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich! So, und da bin ich wieder und ich habe das Ganze mal aufgefüllt. Wir machen es irgendwann nochmal schöner. Das ist jetzt einfach nur ein bisschen provisorisch, damit wir hier oben ein Gebäude hinbauen können. Und dafür brauchen wir selbstverständlich Bricks und Bricks. Einmal solch... Nein, nicht Mossy. Solche. Solche Bricks und auch ein paar von denen hier. So, dann würde ich sagen, das Laserhaus. Machen wir hier mal ein bisschen Abstand und dann fangen wir hier an, den Boden zu verlegen. Wie viel Abstand habe ich hier zur Straße? 1. Ja, okay, das passt ja, weil hier die Wand hinkommt. Okay.
Ich meine, das muss auch prinzipiell nicht sonderlich groß sein. Ich denke, so die Größe hier ist gut. So. Zack. Zack, zack. Genau. Und jetzt Stone Bricks. Builder's Wand. So, ach ja, der hat die Wand hier auch gleich mit hochgezogen. Sehr schön. Ich denke mal, der Industrieteil unserer Stadt wird jetzt dann eh bald fertig sein. Ich meine, im Stream können wir dann hier noch ein paar Decken reinziehen und hier alles noch ein bisschen verschönern und dekorieren. Aber so, ich weiß gar nicht, ob noch irgendwelche Industriegebäude fehlen. Ich meine, Raketen und so weiter werden ja nicht in der Industriestadt gebaut. Da bauen wir dann einen extra Abschnitt, der so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, Science-mäßiger ist, sag ich mal. Aber so der Industrieabschnitt fällt mir jetzt auf Anhieb zumindest gerade nicht ein, was wir noch brauchen würden. Mir fällt gerade ein, aber das mache ich ganz kurz zwischendrin. Hier ist doch wahrscheinlich das Glas fertig. Genau, vielleicht kann ich die letzten Spiegel jetzt noch schnell craften. Mirror. Zack, zack. Zack, 16 Stück und wir haben 64 Solar Mirrors. Richtig. Jetzt habe ich das Questbuch da rein. Na toll. Questbook. So, so, so. Und dann da? Nee, da? Ja. 64 Solar Mirrors, perfekt. Dann fehlen nur noch 4 Hydrokinetic Engines. Und dann können wir uns die Vibrant Capacitor Bank hier holen. Wie viel habe ich schon? Hydrokinetic Engine habe ich eine. Woran hat es nochmal gemangelt? An den Platten und an den Cores. Wobei 1, 2, 3, das ist kein Problem. Die Platten. Ach ja, an dem Spring Steel. Okay, den stellen wir dann bei Gelegenheit her. So, Solar Mirrors machen wir dann auch im Stream, weil ich die Wasserversorgung noch überarbeiten muss. Genau. Mehr Pumpen. Ich habe mir da auch schon was überlegt, wie wir da mehr Pumpen hinkriegen. Ist aber noch nicht safe, weil ich nicht weiß, ob es funktioniert. Ich denke zwar, aber ich weiß es noch nicht. Haben wir hier Eingänge? So, wir haben schon direkt mit der Wand so Eingänge, ne? Aber prinzipiell können wir auch hier so einen Eingang machen. So. Genau. Und da kommt dann Gravel hin. Gut, dass wir nur 16.000 Gravel haben. So. Weg, 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 weg. So, haben wir noch Ender Energy Conduits? Jawohl, haben wir noch. Haben wir noch andere Energy Conduits? Wir haben die auch noch. Haben wir noch eine Capacitor Bank? Ach ja, die normale, ne? Das ist eigentlich ganz gut. Was hat die für ein In-Out? 5000. Die wäre eigentlich perfekt für hier. Wir müssen mal schauen, wie wir das hier am besten machen. Ach ja, die hier haben wir ja auch noch. Die fallen dann ja quasi weg. So, so. Ach, das Ding hat gerade eh schon nicht mehr funktioniert. Fällt mir gerade auf, oder? Oh, nee, das war falsch. Hier, der Dimensional Transceiver muss schon angeschlossen bleiben. Wir verschwenden jetzt natürlich gerade wieder eine Menge Energie. Vielleicht sollten wir das Ding
kurzfristig wieder mal bei der Ender Query parken. Ich glaube, das machen wir auch mal. Query. Wow, jetzt hat sie ein bisschen mehr Strom verbraucht, habe ich das Gefühl. Das wäre ja in Ordnung, weil... Aber es gab kein Update oder so, ist nicht genervt, ist einfach nur Zufall. Okay, das Ding läuft wieder. Das heißt, wir gehen wieder nach Hause. Ah, okay, es war jetzt gerade nur Zufall, dass der Balken runtergegangen ist. Na gut. Gucken wir ganz kurz, ob hier alles soweit funktioniert. Hier kommt der Shit an, der nicht einsortiert werden kann. Und hier ist genug Platz. Hier ist genug Energie. Das läuft alles soweit. Sehr schön. Ach, ich wollte die Silos noch anschließen, ne? Ach, das machen wir im Stream. Wollte ich das nicht sogar? Ich glaube, ich wollte es eben im Stream machen. Da haben wir nicht Zeit für so Fummelarbeit. Genau, die Laser. Wir können uns eigentlich hier auch noch ein paar runternehmen. Weil es reicht ja eigentlich, wenn ich das Ding dann hier drauf stelle, falls wir Energie brauchen. Zack, zack. Aber wir haben ja jetzt erstmal 25 Millionen hier drin. Richtig? Richtig. Und wir brauchen 55 RF pro Tick. Das ist völlig in Ordnung. So. Jetzt ist die Frage, habe ich das ordentlich gemacht oder nicht? Wir haben hier 1, 2, 3 und hier 2. Hier nie. Ich habe es eins zu klein gemacht. Das ist gar nicht schlau. Das hätte sogar bleiben können. Okay, aber das ist nur diese eine Wand. Die tauschen wir mal ganz kurz aus. Es dauert nur eine Minute, dann ist die Wand neu. Zack, Stone Bricks. Hier. Die reichen jetzt natürlich nicht mehr ganz, weil wir jetzt mehr Fläche haben, aber das ist schon okay. Zack. Zack. Und schnell die restlichen Stone Bricks. Und gut. Einmal schlafen. Und den Rest holen wir uns, wenn wir das nächste Mal ans Terminal müssen. So. Also, das Ding kommt dahin. Hier ist eins Platz, hier ist der Laser, hier sind die Kabel. Wobei ich in der untersten Reihe eigentlich gar keine Laser hin tun würde, aber so ab hier. So. Wo sind die Laser? Hier. Eins, zwei. Ja. Ich denke, das kann man auf jeden Fall so machen. Unten brauchen wir dann irgendeinen Deko-Block. So. Dann können wir uns hier schnell noch die Bricks holen. Halber Stack von allem reicht mehr als aus. Dann brauchen wir noch... Ach, wir nehmen mal Obsidian mit. Und wir brauchen Laser. Und zwar viele Laser. 2, 3, 4. Nehmen wir mal so 20 Stück. Das sind natürlich 40 Diamanten. Das tut schon weh. Wie viele Diamanten haben wir noch? Noch 40. Hui. Ja, wie gesagt, tut schon weh. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Das ist doof. Das gefällt mir nicht. Obsidian. Die Idee ist, den Rahmen hier aus Obsidian zu machen.
Ja, so ist es auch gut. So ist es, glaube ich, weniger gut, oder? Nee, so gefällt mir das nicht so gut. Zum Glück haben wir eine relativ gute Spitzhacke, sodass wir auch Obsidian relativ schnell abbauen können. So, hier ein drauf, hier ein drauf. Hier sind meine Kabel. Gut, das ist jetzt natürlich ein bisschen suboptimal, wenn die hier so Schleifen bilden. Allerdings ist das bei Ender.io, glaube ich, auch nicht so wild. Okay, habe ich vielleicht doch zu viele Laser gemacht. Nö. Hier. Da. Da. Nein, der war. Wobei, der ist eigentlich. Wir haben eh genug davon. Holen wir uns kurz noch ein bisschen mehr. Ich meine, es muss natürlich auch ein bisschen nach was ausschauen. Und ich finde, da die Basis von den Lasern ja auch aus Obsidian ist, können wir hier ruhig einiges aus Obsidian bauen. Ja. Jetzt ist die Sache die. Wir müssen hier noch hoch. Also die Kabel sollten locker reichen, weil einer von den Lasern 40 RF pro Tick ja, verbraucht, ist schwierig, weil stimmt ja nicht, aber 40 RF pro Tick hier rein pumpt, sagen wir mal so. Das ist nicht gut, aber hier ist es in Ordnung. Kann ich den noch? Natürlich nicht. Ja. Das heißt, wir brauchen hier noch Obsidian. Und hier noch. So, ist jetzt wie so eine kleine Laserkammer aus Obsidian. Wir könnten hier eventuell den Boden durch irgendwas anderes austauschen. Wir brauchen noch mehr Kabelchen. Conduit. Wir haben ja ein bisschen Energetic Alloy hergestellt. Und wir können ja noch mehr herstellen. Weil ohne eine ordentliche Laseranlage hängen wir an den meisten Rezepten sonst ewig. Deshalb ist das schon ziemlich wichtig. Wir brauchen noch drei Laser. Okay, das kann ich mir doch noch leisten. Laser. Zack. Eins, zwei, drei. So. Eins, zwei, drei. Und dann hier noch mal eine Schicht Obsidian. Gut. Dann ist das hier so die Laserkammer. Sieht eigentlich ganz okay aus, würde ich sagen. Hier wird dann der Anschluss zum Netzknoten gemacht. Dazu müssen wir hier runter und hier kurz ein bisschen graben. Okay. Also hier ist die Anschlussleitung. Es reicht eigentlich, ich habe überlegt, wegen der Capacitor Bank und so, aber ganz ehrlich, es reicht, wenn wir hier einen Buffer hinsetzen. Und dann hier mit der Leitung lang gehen. Das ist mehr als ausreichend. So, hier wieder schön zubauen. Hier sind ja keine Pfuscher hier. Genau. Und hier kann Dirt rein. Sieht man danach eh nicht mehr. Okay, und damit müssten wir da auch noch eins mindestens hoch. Aber das ist okay, weil es müssen ein paar Gebäude eh noch höher.
Gut, haben wir noch einen Energy Buffer? Energy Buffer. Oder hieß der nicht so? Oder Power Buffer? Schauen wir mal. Ach ja, wir haben sogar noch zwei. Sehr schön. Raus. Da rein. Dann. Nee, das muss auf Pull. Das auf gar nichts. Das auf Push. Und das auf Push. So. Das hat ja hier ein bisschen Strom verbraucht, aber es ist okay. Erde. Zack. Zack. Zack, zack, zack. Die beiden Gravel wieder rein und es ist nie etwas passiert. So. Und jetzt fehlt noch eine Kiste. Okay, das machen wir auch noch schöner. Die kommt jetzt erstmal nur provisorisch drunter. Ah, ich will hier raus. So. Das ist die hier, ne? Ja. So. Ups. Kiste. Kiste drunter. Und hier können wir dann eigentlich wieder einen Stone hinmachen. Mir fällt gerade ein, wir haben ja auch den Rest hierfür mitgenommen. So, Stone, 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 Stone. Und auch hier können wir jetzt mit Stone auffüllen. Das reicht ja eigentlich bis hier, weil hier ist ja eh das Obsidian drüber. Gut, dann brauchen wir Capacitors. Die Basic hier, die brauchen 1 Copper, 2 Redstone, 4 Gold. Das habe ich schon mal aufgeschrieben. Wir brauchen 8 Copper, 16 Redstone, 32 Gold. So, erst. So. Ist mir jetzt zu viel. Copper. 8 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann Redstone. Ein Viertel Stack. Und Gold einen halben Stack. Okay, wir haben 1300 Gold. Ein Glück, dass das nicht mehr das Superproblem ist. So. Und testen wir das Ganze. Oh yeah. Wie jetzt? What? Okay, das ist schnell. Dann Energetic Alloy und Pulverized. Energetic Alloy. Wie viel habe ich gesagt? Brauche ich 24. Na, davon haben wir auf jeden Fall schon genug. Und 12 und wir bräuchten 16 Vibrant Alloy. Okay, wir müssen noch mehr machen, aber es ist nicht so schlimm. Pulverized Coal habe ich mir jetzt auch aufgeschrieben. Ja, und es wären 4, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Aber müsste passen. Einmal kurz schlafen. Das geht ja richtig schnell. Krass. Ich habe es nicht mal geschafft, ein schönes Foto zu machen. Zack, zack, zack. Okay. Nein. So. Zack. So schön. Boah. 1080 RF pro Tick. Holy. Ich denke mal, hier geht dann ordentlich was runter, ne? Ja, ist schon fertig. Okay. Das ist ein Laser, wie man ihn gerne hat. 4 Double. Boah, wir können das Zeug jetzt in Massen herstellen. Wie super ist das denn? Ja, perfekt. Dann machen wir noch kurz ein bisschen Gold. Aber wir haben keinen Glowstone mehr, ne? Okay, wir haben keinen Glowstone mehr. Und hier ist wahrscheinlich, oder ist hier noch was drin? Ah, hier sind noch 10. Energetic. Oh, 16.
Nice. Haben wir auch noch Enderpearl. Boah, genau noch 16 Enderpearl Dust? Ich fass es nicht. Okay, das ist einfach mega Glück gerade. Endgut ist es. So. Dann machen wir das noch schnell fertig. Dann können wir schon mal den ersten reinwerfen. Zack. Zack. Und mir fällt gerade ein, es fehlt natürlich auch hier an Glowstone. Ach, schade. Ja, okay, wir müssen uns in der nächsten Folge um Glowstone kümmern. Wobei ich gerade überlege, heute ist Freitag. Also die Folge ist für Freitag, heute ist bei mir Donnerstag, aber die Folge ist für Freitag. Und Samstag ist ja dann eigentlich schon Stream. Also ich denke, also ihr wisst ja, ich verspreche nie, dass Stream ist. Ich sag das immer, aber es kann natürlich was dazwischen kommen. Aber grundsätzlich würde ich jetzt erstmal sagen, Samstag ist Stream. Und dann machen wir die Dinger fertig. Und haben dann Dimensional Transceiver. Und wir können uns ganz viel eigentlich dann irgendwann von den Octetic machen. Denn für die ganzen Maschinen und so weiter wäre das ganz angenehm. Ja, super. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.